Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Little Nightmare. So, in der letzten Folge waren wir im Gästebereich und wir sind relativ gut durchgekommen, ein, zwei Mal gestorben. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht und wie lange das Spiel überhaupt noch geht. Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge schon fertig, ich glaube es aber nicht. Aber wir werden schauen. Wir haben schon die Hotelfachfrau hier gesehen. Also glaube ich zumindest, dass es das ist. Und irgendwas steht da in der Ecke, eine Puppe. Ist das eine Puppe? Ja, okay. Ist nur eine Puppe. Und wir brauchen wieder mal einen Schlüssel. Das wird wieder wahrscheinlich eine Rennerei werden. Aber gut, wir schauen mal. Damit sind wir jetzt eher schon in den Privaträumen oder im Privatbereich, nicht mehr im Gästebereich. Und irgendeine singt hier. Boah. Gut, ich mache das Bild mal konkret an, Leute. Ganz vergessen. Ich weiß nicht mal, was ich hier machen muss. Alter Schwede. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ist aber jetzt nicht meine Mutter, oder? Rein von dem Kleid jetzt, der hat bloß einen Mantel, also die Kopfbedeckung an, könnte es vielleicht Kinderbilder sein. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wenn ich das Ding jetzt hier runterschmeiße, dann kommt die bestimmt. Okay, sie hat auf jeden Fall aufgehört zu singen. Sie ist gar nicht mehr da. Ich habe Angst, Leute. Wo ist die? Die kommt mir das bestimmt gleich hier irgendwo vor. Oh, die ist doch bestimmt im Schrank, oder? Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Warte, ich mach mal jetzt hier. Ja, ich kann hier aber auch kein Schubladen.
Schubladen öffnen. Ah, da ist der Schlüssel. Der war hier drin. Mensch, ich habe gar nicht gesehen. Die kommt doch hier gleich bestimmt, die Olle. Bestimmt kommt die aus dem Schrank rausgesprungen. Können wir sie mal zumachen hier? Wow! Wow! Hilfe! Alter! Boah! Meine Güte hier. Da hinten steht sie. Ich sehe sie. Da hinten steht sie, oder? Nee. Alter, ich weiß nicht, was ich machen muss. Krankes Spiel. Ich will kaum mir gar nicht das Licht anmachen. Irgendwas hat es mit dem Auge auf sich, ich sehe meinen Charakter nicht mehr. Jetzt sind wir schon wieder hier. Was? Ist hier hinten noch was? Ah, hier geht's lang, oder? Ja, hier kann man ein Bett runterreißen. Kann man die Handtücher hochklettern? Hier sind alle Spiegel kaputt. Anscheinend kann sie sich nicht im Spiegel angucken oder so. Was muss ich hier in dem Raum machen? Können wir hier hoch? Ja, hier können wir hoch. Sieht halt überhaupt nichts. Was können wir denn in den Raum hier machen? Verstehe nicht. Da hinten haben wir einen Stuhl, den können wir bestimmt schieben. Müssen wir hier irgendwie das Auge aktivieren? Hier sind mehrere Augen, auf jeden Fall. Da oben ist ein Schrank, da könnten wir vielleicht mal probieren hochzukommen. Ah, hier ist nichts, okay. Können wir das Ding jetzt ziehen?
hier kommen wir nicht hoch. Okay, den Stuhl können wir auch nicht ziehen. Warum ist der Stuhl hier? Ich dachte, dass wir da hier vielleicht was aufschieben können oder so. Ja, der zeigt mir immer hier hoch von der Kamera. Aber hier hinten ist halt auch nichts. Nee. Erstmal kein Plan, was man hier machen muss. Aber was ist denn der Raum hier? Kein Plan, Leute, was ich hier machen muss. Hier ist aber auch nichts. Okay, dann müssen wir jetzt den anderen Raum nochmal anschauen. Irgendwas müssen wir hier machen, aber was? Irgendwas mit den Augen anscheinend. Kein Plan.
Hier ist ein Sessel. Kann man dem was machen? Aber warum habe ich denn hier das Brett runtergemacht? Hier muss doch irgendwas sein. Schubladen rausziehen geht auch nicht. Kein Plan, Leute, was ich machen muss. Vielleicht muss ich auch wieder Bus wieder zurück. Wir rennen mal zurück. Weil ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Hier ist auch nichts. Kann ich nirgendwo klettern oder sowas? Okay, wir schauen nochmal zurück. Vielleicht ist wirklich noch was in dem Raum, wo wir durchgerannt sind. Und anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären. Ich weiß nicht, dass die alte Tusse hier kommt. Dann können wir hier vielleicht hochklettern. Wenn wir jetzt hier durchgehen. Nee. Wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Keine Gänsehaut jetzt. Okay, da hinten in dem Raum ist hier auf jeden Fall mal nichts. Was müssen wir denn hier machen, Mage? Warte mal, können wir hier hochklettern vielleicht? Deine Säule hoch. Kann ich aber auch nicht machen mit dem Stuhl oder so. Ich weiß es nicht.
Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Schubladen gehen auch nicht auf. Speichert aber jedes Mal, wenn ich hier reingehe. Die Schranktür geht auch nicht auf. Warte, kann ich hier das Kissen vielleicht nehmen oder so? Oh, Alter. Okay, ich denke mal, dass ich im Licht bleiben muss. Alter Schwede. Ab, du Bitch! Oh mein Gott! Gehen wir mal hin zu ihr, oder? Das scheint Fleisch zu sein. Oh. Sag sie, ich friss die. Ich friss die auf.
Okay, kann ich mich nicht mehr bewegen? Nee, ich kann mich nicht bewegen. Aber jetzt kann ich mich bewegen. Habe ich jetzt die Macht von dir, oder was? Anscheinend. Ihre dunkle Aura. Öffnet sich. Die Räume der Herren. Hier unten steht noch ein Kleiner. Guck mal hinterher. Jawohl, Leute, damit würde ich sagen, ist es auch schon durch, das Spiel. Und ein kleines Fazit dazu. Ist ja auch ein kleines Spiel. Es war jetzt nicht schlecht, hat Spaß gemacht, hat ein paar Schockmomente drin gehabt. Aber ich weiß nicht, ich habe mal auf Amazon geschaut, es kostet derzeit 24 Euro. Und ja, muss jeder für sich selber entscheiden, ob das Spiel 24 Euro für ihn wert ist. Ich muss sagen, bin ein bisschen zwiegespalten. So für einen, weiß ich nicht, einen 10er oder so kann man es mal mitnehmen, aber für 24 Euro würde ich mir das, hätte ich es vorher gewusst, nicht nochmal kaufen. Aber so war es jetzt auch nicht schlecht. Ist ein, ja, nette Spielerei zwischendurch, würde ich sagen. Und ja, wenn man da andere Titel anschaut, große Spiele, was kosten halt dann 50 Euro, aber da hat man halt dann mal 100 Stunden Spielzeit. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Wir haben jetzt ungefähr 4 Stunden gebraucht, dann waren wir durch. Und ja, aber so von der Atmo ist es sehr gut, hat es mir gut gefallen und war mal ein bisschen was anderes. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich lasse es jetzt mal bei den Abspann alleine, genieße es noch ein bisschen und dann schauen wir uns natürlich noch nach dem Abspann an, ob hier noch irgendwas kommt, was Kleines oder sowas. Gut, dann würde ich sagen, Leute, bleibt auf jeden Fall dran, schaut auch in die anderen Let's Plays noch ein bisschen rein, würde mich auch sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, reingehauen, euer Andi. Durch.